Nächste Frage, das freie WLAN, das heißt, gerade für Schulen, Universitäten ist es ja momentan so, dass wenn es also WLAN gibt, dann gibt es halt nur, da muss man sich halt einwählen, muss Codes eingeben, wie auch immer. Es geht jetzt nicht primär darum, jetzt zu sagen, WLAN frei für alle, aber wenigstens gerade was die Bildung, weil unsere Meinung ist halt, die Jugend ist halt die Zukunft und warum soll man es ihnen dann halt einfach auch mal nicht mal schön machen? Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten etc. Eindeutig ja. Eindeutig ja. Eindeutig Das ist natürlich ein eindeutiges Ja. Gut, okay. Die Ich kann nächste. auch lange drum herum reden, Ja, aber nee, aber. vielleicht können wir hier und da auch mal Ja, eindeutig ja dann sagen. sagen wir eindeutig ja. Gibt es vielleicht eine Seite, die Ihnen, also jetzt online-mäßig, wo Sie sagen, ja, die gefällt mir und wenn ja, welche wäre das? Also ich arbeite viel mit Presseseiten. Ich lese fast nur noch im Internet. Merke ab und zu, wenn ich dann noch meine Zeitung in der Hand habe, halt, dass es doch ein bisschen was anders ist, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also die Zeitungen hier in Köln, die Zeitungen in Berlin, Börse und so weiter, das mache ich sehr, sehr stark übers Netz nur noch. Okay, und gibt es vielleicht auch eine Seite, wo Sie die Stirn runzeln würden und würden sagen, ist ein Ja, bisschen. ich runzle genau dann die Stirn, wenn ich bei Büchern oder Zeitungen auch die Stirn runzeln würde. Also wo ein Inhalt verbreitet wird, den ich für bedenklich halte. Viele rechtsextreme Organisationen sind ja im Internet heftig unterwegs. Wie gesagt, da runzle ich genauso die Stirn, wie wenn ich die Stirn runzeln würde, wenn es hier liegen würde. Ja, okay. Jetzt gibt es so, also sozusagen Social Network-Seiten wie zum Beispiel Facebook, Twitter. Viele Leute erkennen jetzt erst das Potenzial des Internets. Jetzt haben sie natürlich auch eine schöne Seite, die www.peter-kurt.de, wo man halt auch sehen kann, dass sie halt auch twittern, Facebook. Wie nutzen Sie denn auch, also nutzen Sie diese Sachen auch privat? Also sprich, haben Sie vielleicht Bekannte im Ausland, wo man halt ein bisschen kommunikativ. Klar, also Twitter nutze ich privat ehrlich gesagt nicht so sehr viel, aber ich skype und Facebook und Xing und diese ganzen Sachen schon. Also Xing hat sich gut entwickelt, finde ich, in der letzten Zeit. Da habe ich eine ganze Reihe von Leuten wieder getroffen, die ich in der Uni mal kennengelernt hatte oder in der Schule. Und jetzt sind wir darüber im Kontakt, was wir über Weihnachtskarten nie waren und nie wären. Der nächste Punkt, bei Ihnen auf der Seite unter der Vita, gibt es ja auch Lieblingsserien, wie zum Beispiel Desperate Housewives. Alles gelesen worden. Ja, genau. Und wie sieht denn eigentlich so ein Privatleben aus? Also letztendlich ist es ja so, man steht ja in der Öffentlichkeit und es ist ja recht schwierig, wirklich irgendwie ein normales Leben zu führen. Also wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Also im Moment, wir sind jetzt 4 Wochen vor der Wahl, am 30. August wird gewählt. Im Moment ist es schon ein bisschen verschärft. Das heißt, ich mache nicht mehr so viel Sport wie früher. Um ehrlich zu sein, ich mache gar keinen Sport im Moment, das ist nicht okay. Ich mache viel Kneipenwahlkampf abends. Das heißt, gestern Abend war ich mit Freunden in, ich glaube, 24 Kneipen. Und das heißt in Köln eben mindestens 24 Kölsch. Das ist jetzt vom Alkohol nicht so schlimm, aber Ist anstrengend. ich sollte mehr Sport treiben, Ja, sage ich also einfach so. wird Das schwierig. wird in den nächsten 4 Wochen wird das auch nicht klappen. Und danach wieder umso mehr. Aber das ist eine Zeit, die auch eine riesige Chance bietet. Ich lerne Köln in einer Weise kennen, wie das kaum ein Mensch schafft. So, ich lerne eine Ziemlich, Menge ziemlich. Menschen kennen, die sich engagieren in verschiedenen Projekten, in den einzelnen Fädeln. Und das ist schon gut. Zahlen. Es wurde mal so eine Zahl genannt. 100 Millionen stehen zur Verfügung, die man ausgeben könnte für gewisse Sachen. Wie sieht es denn aus, gerade bei so sozialen schwachen Gegenden und gerade was so Schulbildung angeht, Aufklärung oder vielleicht so ein Projekt, was wir gerade verfolgen? Wie sehen da so Möglichkeiten aus? Also, was würden Sie anders machen? Die 100 Millionen, von denen Sie sprechen, das ist der Teil aus dem Konjunkturprogramm 2, der auf Köln fällt. Und damit kann man
Infrastruktur verbessern. Damit ist gemeint eben Schulen, Senioreneinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Sportanlagen. Und wir haben mal rumgefragt, was für ein Bedarf denn besteht, und da sind 700 Millionen genannt worden. Also wir könnten das Siebenfache dessen, was wir über das Konjunkturprogramm bekommen haben, könnten wir einsetzen. Und das zeigt, wie groß der Bedarf ist. Und deswegen müssen wir uns hier noch ein bisschen mehr Mühe geben, weil wir gleichzeitig mit dem Konjunkturprogramm die Möglichkeit haben, die Aufträge auch besonders schnell zu vergeben. Wir haben Verfahrensbeschleunigungen, wir haben den Bedarf, wir haben Arbeitsplätze und Steueraufkommen hier in der Region. Also hier muss mehr passieren. Und daran arbeiten wir auch, dass wir das schaffen, obwohl im Moment es mit dem Geld in den städtischen Kassen ein bisschen schwierig ist. Schwierig ist auch gerade das Wetter. Ja, wir sind wieder zurück. Es hat geregnet, mussten kurz rein, jetzt sind wir wieder hier. Nochmal ein paar abschließende Fragen. Viele wissen ja gar nicht, dass bei der Wahl des Oberbürgermeisters, dass es halt eine personenbezogene Wahl ist und keine Wahl für die Partei. Das ist so. Wir haben seit 1999 in Nordrhein-Westfalen das Wahlrecht geändert. Und ab jetzt stehen Persönlichkeiten zur Wahl, die meistens einer Partei angehören, aber die kann man auch quer über Parteigrenzen hinweg wählen. Und ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen wissen, ab 16 sind sie wahlberechtigt. Und es wäre schon gut, wenn sie auch dafür sorgen, dass sie mindestens so zahlreich an den Wahlen teilnehmen wie die 76-Jährigen und 86-Jährigen. Die sind nämlich fleißige Wähler. Und es wäre ganz gut, wenn das bei den Jugendlichen auch so wäre. Wie können wir das denn aktiv fördern? Also Beispiel von mir wäre zum Beispiel solches Projekt, was wir jetzt halt gerade machen, das heißt Gruppenbildung, den Leuten so ein bisschen zeigen, dass es auch anders geht. Es gibt eine ganze Reihe Gruppen, die sich bereits mit Kommunalwahl auseinandersetzen in den verschiedenen Städten. Das ist ein Thema, es muss auch in den Schulen gemacht werden, es sollte in den Vereinen gemacht werden. Aber so wie Jugendliche heute das Netz nutzen, ist es völlig klar, ohne geht es nicht mehr. Klasse, dann würde ich sagen, das war es jetzt von uns. Euch zu Hause hoffe ich, hat es gefallen, und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt ein Wasser trinken. Ich nehme einen Kölsch. Ich nehme einen Kölsch, dann nehme ich auch eins.